Dr. Bölling, offensichtlich der Pächter von diesem Jagdrevier hier. Dr. Thomas Bölling war Vorstandsvorsitzender der LE Pharma AG. Den schweren Verletzungen zufolge muss er von einem Fahrzeug mit großer Wucht erfasst und dann überrollt worden sein. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich damit irgendwas zu tun habe, oder? Ich habe Ihren Vater gehasst. Thomas Bölling hat sich in seiner Position mehr Feinde gemacht, als Sie sich vorstellen können. Was hat er denn getan? Wurde ein Arzt tot in seiner Praxis gefunden. Dr. Paul Sauters. Die Person, zu der er regelmäßigen Kontakt hatte, war Frau Dr. Dreiser. Ihr Alibi ist geplatzt. Ich war da. Dafür gibt's keine Zeugen. Dann strengen Sie sich an und finden welche. Dafür werden Sie ja bezahlt. Finden Sie bitte drauf. Ich habe wirklich keine Ahnung, was der Konzern von meinem Vater gemacht hat, oder? Wir haben dieses Medikament vom Markt genommen. Er hat gesagt, falls irgendwas schief ginge, dann es ging um verschiedene. Würde er alles verlieren. Patienten. Aber dass Menschen auf der Strecke bleiben, das ist ein normaler Kollateralschaden.